Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist IZZI und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr wisst es ganz genau, eigentlich will ich euch keine Scheiße erzählen und wenn irgendwas Wichtiges in meinem Leben passiert, will ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Aber genau das habe ich jetzt eigentlich gemacht. Ich habe euch lange was verschwiegen, was ich eigentlich vielleicht schon länger hätte erzählen sollen. Aber ich habe mir immer gedacht, wahrscheinlich denkt ihr irgendwie, dass ich verrückt geworden bin oder so. Aber es gibt eine Sache, die ist für mich klar, Leute. Und zwar gibt es Aliens. So Leute, ihr müsst mich jetzt nicht irgendwie für verrückt erklären oder so, aber es gab schon in meiner Kindheit einen Moment, wo für mich feststand, irgendwas stimmt hier irgendwie nicht. Und das ist, kennt ihr diese Dinger mit diesen Kugeln, die sie die ganze Zeit aneinander stoßen und tagelang irgendwie weitermachen? Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war mir sofort klar, irgendwas stimmt hier nicht. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich jetzt ausgerechnet jetzt damit zur Sprache komme. Und jetzt passt mal auf. Deshalb. Ich will ja nicht sagen, ich hab's immer gewusst, aber ich hab's immer gewusst. Die Hinweise sind überall. Es ist nicht das erste Mal, dass sie hier sind. Ich habe alles dokumentiert. Wenn man die richtigen Quellen miteinander verbindet, versteht man alles. Wer sie sind, warum sie hier sind, was ihre Schwachstellen sind und... Izzy, konzentrier dich. Also, es gibt Energiequellen im Universum, die zusammengeführt zu unglaublicher Macht führen. Und dann gibt es Alienrassen, die auf der Jagd nach dieser Macht sind. Und dann sind da noch die Wächter, die Beschützer der Energiequellen. Moment, wer ruft mich denn jetzt an? Hallo? Oh, Gott sei Dank bist du da. Jody, was geht? Hör zu, frag mich nicht, woher ich das weiß, denn also ich weiß es eigentlich gar nicht und es klingt total verrückt. Ich weiß aber, du musst irgendwo hin. Ich habe so Koordinaten hier und du musst die finden, bevor es jemand anders tut. Und ich weiß nicht was, aber hast du was zum Schreiben da? Ja, einen Moment. Sorry, ich will ja nicht ablenken, aber ganz ehrlich, wie praktisch sind eigentlich diese kleinen klebenden Notizzettel? Kann man überall dran kleben und man vergisst nichts mehr. Hat die Chemie clever gemacht. Die Klebestreifen hinterlassen null Spuren und die Dinger sind sogar wiederverwendbar. Digital hin oder her, aber immer noch super, diese Zettelchen. Sorry, kannst du das gerade nochmal bitte wiederholen? Izzy, konzentrier dich, es ist echt wichtig. Es ist eine Sache, die ganze Zeit eine Theorie zu haben und eine völlig andere Sache, wenn diese Theorien plötzlich Realität werden und am Himmel hängen. Und die ganze Zeit geht dir nur diese eine Frage durch den Kopf. Warum ich? Du weißt halt mehr über UFOs als alle Menschen, die ich kenne. Nicht umsonst hieß euer Büro UFO. Also, du hattest recht mit allem und keine Ahnung, irgendwie... Ich hab das Gefühl, dass du uns allen noch ganz schön den Arsch retten wirst. Viel Glück. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo mich diese Reise hier hinführt. Also ich vertraue Jody voll, da muss definitiv was dran sein. Aber ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei der Sache. Okay, also laut den Koordinaten müsste es genau hier sein. Aber ganz ehrlich, mitten auf dem Feld? Hier ist doch nichts. Oder doch? Ist das ein Rucksack? Vielleicht hat mich Jody deswegen hier hingeschickt. Akku leer. Schon nice, dass man mit diesen kleinen Ladestationen mal eben zwischendurch laden kann. Diese tragbaren Lithium-Ionen-Akkus stecken voller Power und auch voller Know-how von der Chemie. Für mich und mein Smartphone ist es auf jeden Fall eine richtig gute Erfindung. Und geht zum Glück auch bei Kameras. Ist das Bonnie? Wo ist sie denn da? Moment, was sind denn das für Eier? Sind das etwa die Energiequellen? Aber dann fehlt ja nur noch eins. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh shit. Okay, hier scheint wirklich niemand mehr zu sein. Aber
Wo sind denn alle? Fühlt sich ein bisschen an wie in einem Film. Fehlen nur noch die Zombies. Hallo? Erschrocken. Was machen Sie in meinem Haus? Verschwinden Sie! In meinem Haus? Das heißt, Sie wohnen hier? Verschwinden Sie aus meinem Haus! Aber ich meine, brauchen Sie Hilfe? Verschwinde von hier! Wow, was war das denn? Also das mit der Stimme? Ich meine, das mit dem Verschwinden Sie hier. Wie geht das? Braucht man dazu irgendwie ein Stimmtraining oder so? Ich meine, können Sie mir das vielleicht mal zeigen? Verschwinden Sie! Alles okay bei euch? Hey, sag mal, spinnst du? Was machst du hier? So, wer bist du? Du kannst doch hier nicht so rum. Du weißt nicht, wer ich bin. Nein, wieso sollte ich? Ist die Brille? Ist die Brille, oder? Ich hab keine Ahnung, nee. Im Profil vielleicht, wenn ich trinke? Nee, kein Plan. Die Werbung, Milchmix, Getränke, mit Gewinnspiel, ist sogar im Fernsehen. Ich bin voll bekannt. Ich hab... Matthias, Schauspieler. Izzy, YouTuber. Na krass. Und kann man davon leben, oder? Oh, kommt so, wie wollen. Sag mal, was ist da eigentlich los? Hey, keine Ahnung, seitdem die UFOs gekommen sind, sind die Menschen alle gaga. Sie kontrollieren die Menschen. Was? Die UFOs, sie kontrollieren die Menschen. Okay, wie kommst du darauf? Ich hab das recherchiert, also... Die Aliens kontrollieren die Menschen, um an so Eier zu kommen. Das sind so eine Art Energiequellen. Und wenn die alle davon haben, dann tschüss, ciao Erde. Dann haben die genug Energie, um alles zu zerstören. Das ist ja genau wie bei Infinity War. Nur mit Eiern. Und woher weißt du das alles? Google ganz normal. Hast du so ein Ei vielleicht gesehen? Das ist etwas so groß. Leuchtet das Ei grün? Ich glaube schon. Komm mit! Man hat sich ja schon dran gewöhnt. Aber schon krass, wie hell so kleine LEDs sind. Und dazu auch noch stromsparend, also akkuschonend. Die Farbe des Lichts bestimmt übrigens die Chemie mit verschiedenen Leuchtstoffen. Für weißes Licht mischt man bei LEDs übrigens blau und gelb. Verrückt, oder? Aber Hauptsache, man hat immer eine Taschenlampe dabei. Verstaucht? Das ist das Erdgeschoss. Okay, das war's mit meiner Schauspielkarriere. Aber vielleicht kann ich noch was anderes Gutes tun. Also, du hast ja den Knöchel verstaucht. Jetzt betreibt man nicht. Da wird ja wahrscheinlich... Erzähl den Leuten da draußen einfach, was hier passiert ist. Ich soll ihnen erzählen, dass du beim Springen aus einer Meter Höhe irgendwie dir den Knöchel verstaucht hast? Du hast recht, ist doof. Ich hab eine Idee. Komm,
Hallo, ihr Kackratzen! Alter, was ein Tag. Ganz ehrlich, schnell weg hier. Und ich muss dringend dieses grüne Ding hier loswerden. Oh Mann, danke, Kumpel. Jody, das war wirklich der krasseste Tag, den ich jemals erlebt habe. Ich hatte wirklich recht. Du hattest recht. Die Koordinaten haben mich quasi direkt zu einem grün leuchtenden Ei geführt. Die Aliens tun wirklich alles, um da dran zu kommen. Ich habe es in unserem alten Versteck deponiert. Ich hoffe, du weißt, was jetzt zu tun ist. Meine Mission ist auf jeden Fall jetzt erfüllt. Viel Glück. Leute, dieses qualitativ wahrscheinlich mit Abstand krasseste Video auf meinem Kanal ist durch die Reihe deine-chemie.de in Kooperation mit der chemischen Industrie entstanden und das ganze Ding haben wir an einem einzigen Tag abgedreht, deswegen Props an das ganze Team, was dabei war. Die Geschichte ist allerdings noch nicht zu Ende, also falls ihr wissen wollt, was mit den ganzen Raumschiffen, mit den leuchtenden Eiern, mit den Aliens etc. auf sich hat, dann schaut auf jeden Fall noch die anderen Videos an. Joey's Jungle, Jay und Aria, Bonnie und auch Joe, die sind auch von der Invasion betroffen, das heißt in deren Videos geht's quasi weiter und alle Videos gehen quasi so ein bisschen ineinander über und haben ein bisschen was miteinander zu tun. Die Links dazu sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt das unbedingt aus. Sie sind auch alle qualitativ Maximum Level. Wenn es euch heute gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, Leute. Lasst eine Bewertung, Kommentar etc. unten da. Tagt es auf jeden Fall easy. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Nehmt das Leben nicht zu ernst und wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss!